Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ich weiß, ich habe schon relativ lange kein neues Video mehr hochgeladen. Um genau zu sein, das letzte Video ist sogar schon fast 3 Monate her. Aber ich bin auf jeden Fall motiviert, wieder durchzuziehen und konstanten Content zu bringen. Ich will gar nicht so lange reden vor dem Video. Ich würde sagen, fangen wir einfach direkt an. Und zwar soll es um die neueste Folge The Mandalorian gehen und warum genau diese Folge die für mich bisher beste war. Das war so eine Folge, wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Schon der Anfang war für mich eine absolute 10 von 10. Aber kommen wir direkt zu den wirklich wichtigen Dingen. Für die, die es schon vergessen haben, das eigentliche Ziel der Folge war, Grogu zu einem Berg zu bringen, auf dem er über die Macht Kontakt zu anderen Jedi aufnehmen sollte. Und wo ich gerade über den Namen rede, was haltet ihr eigentlich von dem Namen Grogu? Das Ganze hat ja ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen und wurde auch ein bisschen gehatet. Aber ich finde den Namen eigentlich gar nicht so schlimm. Grogu passt irgendwie zu ihm, weil er sieht ja ein bisschen aus wie ein Frosch oder so eine Kröte und da finde ich passt der Name eigentlich relativ. Aber wieder zurück zur Folge. Wie eigentlich immer kommt Mando und Grogu etwas dazwischen, aber diesmal nicht irgend so ein komischer Fisch, sondern Boba Fett. Und sind wir mal ehrlich, der Auftritt war einfach perfekt. Den meisten mag es schon aufgefallen sein, als sie das bekannte Schiff gesehen haben, aber spätestens als man die legendäre Stimme von Boba Fett bzw. Jango Fett bzw. jedem Klon aus Clone Wars und dem Film gehört hat, hat man einfach pure Gänsehaut bekommen. I'm here for the armor. Nachdem Mando und Boba dann bei ihrem Streit unterbrochen wurden, kommt es endlich dazu, was wir alle sehen wollten. Boba Fett haut ein paar Sturmtruppen auf die Fresse. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen aggressiv an, aber sind wir mal ehrlich, anders kann man das gar nicht beschreiben. Nachdem Boba dann Mando und die Scharfschütze mit einer absoluten Badass-Aktion rettet, bekommen wir dann die neuen Gegner vorgestellt. Und zwar die sogenannten Dunkeltruppen, die versuchen Grogu zu entführen und das dann auch schaffen. Aber ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt, aber irgendwie fand ich den Auftritt von diesen Dunkeltruppen ein bisschen komisch. Moff Gideon kündigt richtig episch an, dass die Dunkeltruppen bereit sein sollen und dann fliegen einfach 4 Droiden mit roten Augen auf den Boden und entführen ein Baby. Also versteht mich nicht falsch, das Design von denen sieht echt gut aus und bestimmt bekommen die noch einen heftigen Auftritt. Aber in dieser Folge fand ich sie irgendwie ein bisschen wack. Aber im Großen und Ganzen war die Folge einfach extrem geil und der Auftritt von Boba Fett war einfach perfekt. Aber gut, sowas habe ich auch ein bisschen gebraucht, nachdem der Auftritt von Ahsoka, naja, nicht ganz so gut war. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Das sollte eigentlich auch schon vom Video gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt mir das doch gerne mit einem Like oder einem Abo und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die letzte Folge fandet und den Auftritt von Ahsoka in der Folge davor. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, ciao.